Ja, so hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Viele von euch werden sich fragen, was dieses alte Geraffel hier zu tun hat, aber das erzähle ich euch gleich im Video. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, so, viele von euch wissen es ja, dass wir schon lange mit unserer Wandertechnik was uns überlegen. Ich glaube schon 2, 3 Jahre. Wir sind ja bisher mit dem Uphill-Lift gewandert. Da habe ich ja ein Video mal dazu gemacht, das verlinke ich euch hier oben irgendwo. Und jetzt wollen wir einfach das Thema mal anpacken. Es werden immer mehr Völker und im Winter hat man ja Zeit. Und nach ein paar Wochen und Monaten Überlegung habe ich jetzt auch für mich so ein bisschen eine Lösung gefunden, wie wir das angehen. Und da spielt das hier im Prinzip diese Spritze, die wahrscheinlich noch funktioniert, eine tragende Rolle. Also warum haben wir nichts gekauft? Also es gibt ja viele Kollegen, haben ja so einen Wandlader oder einen Raupenlader. Und da gibt es eigentlich zwei Gründe, warum das nicht so interessant ist für uns. Das ist zum einen der Preis, ne, so ein Wandlader irgendwo 20.000, 30.000 Euro. Und dann das Gewicht. Also so ein Wandlader, der nimmt halt total die Nutzlast vom Anhänger weg, kann nicht so viel Bienenvölker laden. Und so eine Raupe ist auch relativ schwer und von der Technik auch relativ komplex. Jetzt muss man wissen, wir haben so 15 Tage im Jahr, wo wir wandern. Vielleicht 17, je nach Jahr. Also das Gerät oder die Maschine ist im Prinzip dann 15 Mal im Einsatz und das vielleicht für eine Stunde, vielleicht für 1,5 Stunden. Dann wandern wir ja nachts, ne, wenn die Bienen alle daheim sind. Das heißt, ich lade die Bienenvölker auf irgendwo zwischen 2 und 4, fahre die dann und lade die wieder ab. Bietet sich ja natürlich an, wenn man das nachts macht, das elektrisch zu machen. Ne, vor allem wegen dem Geräusch. So ein Benzinmotor in der Nacht ist halt, finde ich, unheimlich störend. Und wenn das geräuschlos geht, das ist halt einfach schön. Und da kann man ja viel selber machen mittlerweile. Ne? Die Akkus kann man günstig kaufen, man kann Elektromotoren kaufen, man kann Controller kaufen. Also liegt es nahe, so ein Projekt anzugehen. Weil was man halt nicht kaufen kann, ist, finde ich, ein vernünftiges Ladegerät, das elektrisch funktioniert. Es gibt schon fertige Lösungen, die kosten ein Schweinegeld, haben 8 Stunden Betriebsdauer und wiegen natürlich wegen diesen riesen Akkus auch richtig viel. Und wie ich gesagt habe, Betriebsdauer 2 Stunden, das reicht uns. Danach ist das am Ladegerät und das 15 Mal im Jahr, also völlig ausreichend. Jetzt habe ich im Prinzip mir da, wie gesagt, relativ lang schon, es zieht sich ja auch durch ein paar Videos jetzt, dieses Thema Wandertechnik, was machen wir da, Gedanken gemacht. Wir werden das jetzt so lösen, wir werden die Völker auf eine Zweierpalette stellen, also immer 2 Völker auf einer Palette. Und wir werden das hier umbauen, als einen elektrischen Lader. Ich brauche das, wie gesagt, nicht oft im Jahr und hier geht es mir im Prinzip, habe ich das gekauft. Ja, gekauft ist es. Aber man kriegt die ja, die will ja keiner mehr. Es geht um die Achse, es geht um die Reifen, es geht auch um den Griff letztendlich. Alles, was hier aufgebaut ist, der Motor, den Spritzmitteltank, das kommt im Prinzip weg. Man wird da auch ein bisschen was schweißen müssen, ein bisschen umbauen, aber das werdet ihr sicherlich in den nächsten Videos sehen, wie wir das Problem lösen. Es wird ein paar Herausforderungen geben, aber im Prinzip ist so das Ziel elektrisch angetriebene Ladehilfe, mit der ich einfach diese 40 Völker irgendwo in einer halben Stunde, sage ich jetzt mal, auf den Anhänger bekomme und in einer halben Stunde auch wieder runter. Und das relativ kostengünstig. Ne? Also ich sehe hier jetzt keine 6.000 Euro Ladehilfe stehen für diese paar Stunden im Jahr. Klar, er muss total zuverlässig sein, weil wenn du nachts irgendwo um 3 da rumstehst und das Ding funktioniert nicht, da regst du dich wahrscheinlich eine Woche lang drüber auf.
Aber deshalb machen wir da schon was mit Hand und Fuß. Und jetzt im Winter hat man einfach so diese Zeit. Ne? Das war es jetzt, glaube ich, mal an dieser Stelle. Vielleicht noch ganz kurz ein Exkurs. Also alle Bienenvölker sind mittlerweile mit Oxalsäure behandelt und es geht allen gut, bis auf zwei. Und ja, ich hoffe, bei euch sieht es auch ähnlich gut aus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Wahrscheinlich wird, bevor es hier richtig losgeht, weil ich muss dann noch ein paar Teile bestellen und auch ein bisschen Zeit haben, noch das eine oder andere Video kommen. Es war ja noch, gibt ja noch eine Wunschliste von euch, die wir abarbeiten. Und da wird vielleicht noch was dazwischen kommen, aber dann geht es mit diesem Umbauprojekt los. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Also bis dahin, tschüss, ade.